Jasmin ist hier und Daimin ist die Maria. Ja. Du kommst aus Persien, oder? Ja, Iran. Iran. Und sprichst wenig Deutsch, ein bisschen. Deine Schwester hilft, Dolmetschen. Wir haben bei dir vor zwei Piercings, einmal Nasenpiercing mit der linken und ein Piercing an der Unterlippe. Wir haben alles vorbereitet, alles eingezeichnet, alles desinfiziert und starten jetzt los. Okay? Passt. Maria, wo willst du anfangen? Nase oder Mund? Nase. Passt. Deine Nase ist normal, dass dir die Augen tränen. Also wenn ich jetzt steche, kommen kurz die Tränen. Das ist normal. Lass die Augen einfach kurz zu. Und wenn ich fertig bin, gebe ich dir einen Kleenex, dass du die Augen abtupfen kannst. Okay? Passt. So, los geht's, das Ganze. Woher kennt ihr uns? Durch dich oder durchs Internet? Ja, ich habe auch keine Person. Also die beste Werbung, gell? Ja. Wenn schon jemand da war, die gute alte Mundpropaganda. Das ist das Beste, was gibt's. Gut, dann fangen wir an. So, dann gehen wir. So. Bitte für die Augen. Danke. War's okay? Ja. So, für die Lippe, Paria, würde ich dich bitten, dass du die Beine hier runterbaumeln lässt. Einfach kurz hier rüber drehst. Jawohl. Perfekt. So, passt. Dann. Das. So, keine Angst, es geht auch ganz, ganz schnell. Du musst den Mund nur ein bisschen aufmachen, ganz locker, nur so ganz leicht. Und dann steche ich dir das durch. Stark gelassen, du hast eine volle Lippe, das ist schön, aber die kann auch anschwellen und deswegen habe ich jetzt lieber den längeren gelassen, damit du, wenn du eine Schwellung kriegst, nicht heute Morgen oder übermorgen zu mir kommen musst oder wenn es am Wochenende passiert, vielleicht zwei Tage im Krankenhaus musst. Deswegen alles gut, langer Stab, da bist du auf jeden Fall sicher. Er nervt zwar ein bisschen optisch, aber lieber Safety und später wechseln. Du kannst, wenn er dich nervt, kannst du in 10 Tagen schon kommen für einen kürzeren. 10 Tage schon, ja. Aber bitte nicht böse sein, das ist einfach zu deiner Sicherheit, ja? Dass wir lange genug haben. So, sehr schön. Und schau, wenn du später gekürzt bist. Schön aus. Ja, das ist schön. Sehr schön? Ja. Wie auf dem Foto, was du gezeigt hast. Ja. Das steht ja sehr gut. Und den Ring haben wir auch probiert, den dünneren. Den können wir dann auch in 6 Wochen können wir den einsetzen. Ja? Gut. Bitte gerne. Ja, genau. Das ist die Länge. Kannst du das kurz erklären? Und später ist ganz eng. Kann sie die hier so wechseln? Sie soll kommen zu mir.
Wenn die Lippe nicht zu stark anschwillt, kann sie in 10 Tagen kommen, dann können wir es schon kurz machen. Gut. So, dann erkläre ich dir mal die Pflege, beziehungsweise dir, du kannst dir das ja nochmal alles übersetzen. Du kriegst die Pflege dann per PDF, auf Englisch und auf Deutsch. Und am besten übersetzt du dir es dann ins Persische. Wir brauchen für außen und für innen die richtigen Pflegeprodukte. Du kennst es vielleicht eh noch. Ja. Zuerst wird außen gesprüht. Sie erklärt es dir nachher, okay? Ja. Zuerst wird außen gesprüht, ja, mit Spray, außen, aha, aber auch in die Nase. Beim Mund nur außen. Ja. Dann nehmen wir ein Küchentuch, ein Papier, sprühen das ein und putzen die Nase außen und auch innen und den Mund hier außen. Dann haben wir dieses Gel, das ist das hier, ein Gel. Ja. Da kommt ein Tropfen auf die Lippe, auf die Nase. Den Ring bewegen wir. Ja. Die Lippe bewegen wir vor und zurück. Ah, okay. Fertig. Im Mund drin Zähne putzen, ganz normal. Und danach mit der Spülung eine Minute ausspülen. Okay? Ja. Und ausspucken. Fertig. Ganz einfach. Und das machst du jetzt 6 Wochen. In 6 Wochen machen wir die Nase neu und das haben wir in 10 Tagen, weil das schon kürzer machen. Okay? Raucht sie? Nein, oder? Nein, nein. Perfekt. Alkohol, Essen, Trinken, alles normal, alles erlaubt, auch Milchprodukte. Nur rauchen wäre nicht gut, dann ist sie nicht auf der Fett. Ja. Maria, soweit? Okay? Ja. Wie fühlst du dich? Gut? Ja, ja, gut. Okay? Ja. Super. Danke fürs Kommen. Danke fürs Video. Danke fürs Zuschauen. Servus, ciao, baba. Ja.